Heute erwartet dich die wichtigste Botschaft im Dezember und zwar richtungsweisend für 2024. Unsere Sternenfreunde von den Plejaden haben eine Botschaft, die wird alles nochmal ändern, die wird deinen Blick verändern und sie wird dir Sicherheit und Kraft geben. Es geht um die Zeitlinien, denn dort geschieht etwas, was bis jetzt noch niemand weiß. Deswegen ist es gut, dass du heute hier bist und diese Informationen bekommst. Ich freue mich selbst auch sehr darüber. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin und diese beiden Bücher kannst du bei mir bestellen. Die solltest du auch unbedingt kennen. Es geht hier um das kosmische Wissen von Andromeda und um das kosmische Wissen von den Plejaden. Und heute haben wir ja mit den Plejaden zu tun und unter dem Video ist übrigens ein Link, wo du mal draufklicken könntest. So, und jetzt diese Botschaft. Es geht also um die Zeitlinien. Alle Welt spricht über die Zeitlinien und wir hatten ja auch schon einige Jahre vorher über die Zeitlinien gesprochen, bloß jetzt sind sie irgendwie sehr präsent und ich hoffe mal, dass jeder weiß, was das bedeutet, was die Zeitlinien bedeuten, denn sie entstehen durch eine Manifestation und eine Richtung von Hoffnungen, von Wünschen und je nachdem, wo die größte Manifestation stattfindet, diese Zeitlinie wird dann genährt und ist wichtig und wir sind dann da drin. Also so wie wir es manifestieren, sind wir in der passenden Zeitlinie drin. Aber das war jetzt nur das allgemeine Wissen, was jetzt speziell in der einen Zeitlinie oder in verschiedenen Zeitlinien passiert, das werden uns die Plejader berichten. Und ich freue mich sehr auf diese Botschaft und bin gespannt, was du dazu sagen wirst. Du darfst mir gerne unter das Video dann schreiben, was du bei der Botschaft für Bilder gesehen hast, wie es dir ging oder ob du vielleicht selbst noch eine bestimmte Vision bekommen hast. Und ich möchte euch jetzt auch gar nicht lange auf die Folter spannen. Wir werden gleich anfangen. Und ich werde mich jetzt auch von euch verabschieden, weil nach der Botschaft möchte ich gerne ein bisschen Raum lassen für euch, dass ihr da noch in der Energie seid und euch langsam in eurem eigenen Tempo verabschieden könnt, noch ein bisschen in der Musik bleiben könnt, so wie es jeder gerne möchte. Und so sage ich einfach, falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast und immer gerne die neuesten Nachrichten aus der geistigen Welt empfangen möchtest, solltest du das unbedingt tun und auch die Glocke aktivieren, dann wirst du sofort informiert von YouTube. Das ist alles kostenlos. Und auf Telegram berichte ich natürlich auch immer, wenn es noch etwas Neues gibt. Dort tauschen wir uns sehr gut aus und von daher kannst du da natürlich auch immer gerne mal reinschauen. Was ganz wichtig ist bei dem Ganzen, das soll ich euch noch vorher sagen, das ist, dass du in deine Kraft kommst. Es wird also unterstützt, dass du in dein Potenzial kommst. Und wir haben ja alle, die sich angemeldet haben zu dem Webinar, entfalte dein 100% dein Potenzial. Wer da dabei ist, der bekommt einen richtigen Schub, um nächstes Jahr mit voller Kraft ja zu bestehen, durchzukommen. Denn die nächsten 2 Jahre fordern unsere vollkommene Aufmerksamkeit. Und so kannst du auch nochmal unter das Video schauen. Dort habe ich auch den Link für dich eingefügt. Jetzt aber gehen wir gleich zu unseren Sternenfreunden, zu den Plejadern und ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Botschaft. Ich werde mich einsprühen. Ich habe hier das Spray der Plejaden. Das könnt ihr anschauen. Mit dem komme ich leichter oder schneller sozusagen in diese Energie hinein und ich benutze das sehr gerne, aber das ist jedem selbst überlassen, wie er damit umgeht. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude und lasst euch einfach fallen und hört zu, was Aquariana uns zu sagen hat. Mit dem Segen des Lichtes begrüße ich euch alle und jeden einzelnen von euch. Ich bin Aquariana von den Plejaden. Ich bin die erste der 7 Schwestern und voller Freude
bin ich hier, um euch die neuesten Botschaften von den Plejaden zu überbringen. Du spürst sicher, dass wir sehr eng mit euch verbunden sind, mit euch lieben Menschen. Und du spürst sicher, dass es wichtig ist, dass du heute diese Botschaft hörst. Denn sobald ein Sternenfreund zu dir spricht, sobald ein Wesen der Plejaden, so wie ich, Aquariana, zu dir spreche, erhöht sich automatisch deine Energie. Und mit dieser Energieerhöhung verstehst du den tieferen Sinn meiner Worte und verstehst auch das, was ich zwischen den Worten dir mitteile. Denn es ist ganz wichtig, dass du weißt, dass nicht nur die Worte, die du hörst, eine Energie tragen, sondern die ganze Botschaft insgesamt. Und wenn ich nicht spreche, fließt entsprechende Energie zu dir. Und so sei noch einmal ganz herzlich gegrüßt. Wir, die Plejader, beobachten euch ja schon sehr lange und wir sind bei euch in dem großen Wandlungsprozess. Das, was wir sehen, ist, dass schon viele Menschen bereit sind und viele Menschen sich enorm weiterentwickelt haben. Und so haben wir beschlossen, die Zeitlinie, die ihr gerade am meisten manifestiert, und zwar ist das die Zeitlinie, die euch direkt in die fünfte Dimension hinein begleitet. In dieser Zeitlinie haben wir bestimmte Kodex und bestimmte Muster hineingetan, dass ihr, wenn ihr in der Zeitlinie seid, von dieser Energie berührt werdet. Natürlich werdet ihr nur berührt, wenn ihr ein inneres Einverständnis gebt. Und so könnt ihr heute dieses Einverständnis geben. Denn dann wird, sobald ihr euren Fokus auf diese Zeitlinie setzt, die euch in die fünfte Dimension bringt oder gar schon die fünfte Dimension ist, die Energie der Muster sich zeigen und euch übertragen. Das ist etwas ganz Wichtiges, denn mit dieser Energieübertragung werdet ihr ausgestattet mit Kraft, werdet ihr ausgestattet mit Vertrauen, mit Lichtkraft und könnt euren Weg viel leichter weitergehen. Es ist uns so wichtig, euch zu helfen und zu stärken. Du brauchst dir ab sofort keine Sorgen mehr zu machen, ob du in der richtigen Zeitlinie bist. Denn wir werden dich führen. Wir erkennen, was wichtig und richtig für dich ist. Und mit den Energien, die wir für dich hier verankert haben, wirst du geleitet und deinen Weg finden. Du wirst gestärkt und gekräftigt. Und du wirst genau wissen, was wichtig ist. Und du wirst genau wissen, was zu tun ist. Und so wird die Energie des bestimmten göttlichen Kodex, was wir hier für euch installiert haben, diese Energie wird sich in eure DNA übertragen und dort eure DNA unterstützen. Denn es ist Zeit, dass ihr in eurer Entwicklung der göttlichen DNA angeglichen werdet. Und so geschieht dies in der Zeitlinie. Und sobald du deinen Fokus darauf legst, in dieser Zeitlinie zu sein, beginnt die Energie, sich mit dir zu verbinden. Das heißt, du wirst vorbereitet, um in Zukunft kraftvoll und stark zu sein, um immer mehr dich selbst zu entdecken und um zu spüren, wer du in Wirklichkeit bist. Und je öfter du diese Botschaft hörst, wird sich in dir etwas aktivieren, was deine göttliche Flamme zum Leuchten bringt. Auch dies haben wir in der Zeitlinie für dich
eingelegt. Wir haben die Zeitlinien verwoben mit dieser wundervollen Energie, um dir zu dienen. Und wir möchten dir heute das erste Geschenk machen. Wir möchten dir zeigen, wie es ist, wenn du in der Zeitlinie mit diesen Energien in Berührung kommst. Und so laden wir dich ein, dich jetzt einfach mal fallen zu lassen, deiner Seele zu vertrauen. Denn deine Seele wird dich jetzt mit unserer Hilfe in diese Zeitlinie hineintragen, wo wir die wundervollen Energien für dich verankert haben. Und wenn du bereit bist, dann gib uns ein inneres Ja. Ich bin hier, ich bin Aquayana mit den 6 kosmischen Schwestern zu dir gekommen und wir halten diese Zeitlinie und wir laden dich ein, einzutreten. Und mit deinem Ja, was du uns gegeben hast, wird nun deine Seele von uns geführt über die Linien der Zeit, in die passende Zeitlinie, wo du dich stärken kannst, wo du dich laben kannst, wo dein göttliches Licht erhellt wird und deine DNA umprogrammiert wird mit der göttlichen Liebe, mit dem göttlichen Licht. Und so nimm nun einen tiefen Atemzug, um dich führen zu lassen, um dich tragen zu lassen und einzutauchen in diese wundervolle Energie, die wir extra für euch, liebe Menschen, hier verankert haben. Und so spürst du, wie die Energie dich berührt, wie sie dich trägt und der Prozess beginnt. Und so lassen wir dir jetzt ein wenig Zeit, um diesen Prozess zu genießen, der zu deinem allerhöchsten Wohle dient. So lass dich tragen und empfange vielleicht eigene Visionen, eigene Bilder und alles, was du wahrnimmst, ist richtig und gut. Wir sehen, wie deine Aura zu strahlen beginnt. Wir sehen, wie dein Herz sich öffnet. Und wir sehen, wie deine Seele im hellen Licht erstrahlt. Und so überreichen wir dir die Essenz der Sternenlichter, die Essenz des Universums, die dich führen wird in der kommenden Zeit, die sich jetzt mit deiner Seele verwebt und noch einmal deine Energie anhebt, so wie es jetzt gerade richtig und gut ist. Ariyama Sola, Ariyama Sola, Ariyama Sola. Diese Töne erweitern dein Bewusstsein und machen dich bereit, den Weg zu gehen, den du dir selbst ausgesucht hast. Und du wirst diesen Weg leichter gehen in der Kraft deines Seelenfeuers, in der Kraft deiner Seele, deines Herzens, in der Kraft deiner selbst. Denn du spürst immer mehr, wer du in Wirklichkeit bist. Und so empfange die Visionen, die sich dir zeigen, und glaube daran. Denn deine Seele, sie lügt nicht, sie zeigt dir die Wahrheit.
Hirana, Ema, Ena, Hanalo, Dora, Jo. Die Energie fließt in dir und sie verbindet sich so, wie es gut und richtig ist. Und vielleicht spürst du, wie die Lasten von dir abgefallen sind, wie dein Rücken und deine Schultern frei sind, dein Geist klar und ausgerichtet. Denn die Muster der neuen Zeit wurden dir übertragen. Und jedes Mal, wenn du hierher zurückkommst, wird sich deine Energie ein wenig mehr anheben und du wirst weiter wachsen. Und so betrachte ich, Aquayana, dich voller Freude über das, was heute und hier geschah. Und wenn du es erlaubst, werden wir dich sanft weiter begleiten, werden dich immer wieder hier in dieser Zeitlinie treffen, um dich zu unterstützen. Und so lass dir nun ein wenig Zeit und genieße die Energie, genieße, wie deine DNA die göttliche Energie annimmt und heilt. Und wisse, du bist nicht allein, wir sind bei dir. Und so fließt nun, währenddessen du die Töne der Wirklichkeit hörst, weiterhin unterstützende Energie zu dir. Wir verabschieden uns von dir mit dem Segen des Lichtes, deine Schwester Aquayana.
Thank you.